Ne, hier um einen. Ach du Scheiße. Was? Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Hey, die Kutte habe ich auch. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for all. Ich habe einen Ring, dass ich da durch kann. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ich hab doch so einen Ring irgendwie mit, kannst durch die Abyss durch. Hier, Traverse Abyss. Hello there. The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Ach, und der kann auch meinen Curse dann. Ah. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. New Londo was sacrificed. They were. Alles klar. Netter Dude. Schön war's. Natürlich geil gewesen, wenn er mir jetzt noch einen Kaffee angeboten hätte oder sowas. Wollte er nicht. Zumal er da viel mehr Geld für verlangen könnte. Käffchen trinken und wenn man es ausgetrunken hat, dann ist auch der Curse weg. Was eine Kombination. Na gut, wir haben den Schlüssel. Es scheint weiter runter zu gehen. Er meinte dann, ist halt dieser Abyss. Wir haben den. Wir haben den Key. Hier oben war nur der Bogen. Na gut, dann betätigen wir mal den Hebel. Open the floodgates. Ach, das ist da Valley of the Drakes. Und jetzt sind die Ruinen hier freigelegt. Ach, schön. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich glaube, ich laufe hier lieber verflucht rum. Da wir noch ein bisschen davon haben. Sicher ist sicher. Ach du Scheiße. Das sieht ja krass aus. Leichenberge.
Weiß nicht, macht es bei den Gegnern jetzt einen Unterschied, ob ich Cursed bin oder nicht? Sollte ich den Curse am Leben halten? Im Hintergrund ein bisschen Curse anmachen. Brauchst keinen Fluch. Alles klar. Danke, Varinor. Also so richtig krass sind die Gegner hier erstmal nicht, aber mal gucken. Ich bin halt auch schon gut equipped, ich bin irgendwie gut gelevelt. Ich bin gut. So. So viel dazu. Nein! Ich sehe schon, wie ich... Das ist echt so ein Ding, ne? In dem Moment, wo ich sowas sage, bin ich eigentlich schon tot. Und das mit Recht. Ich bin voll geschleimt. Hey. PS3? Nee, PC. Humanity. Oh Mann, hier sind schon wieder so viele Wege gefühlt, dass ich gar nicht entscheiden kann, wo ich jetzt, was ich mir zuerst anschaue. Hauptsache, ich verpasse kein Feuerchen. Also langsam müsste eigentlich mal wieder eins kommen. Gott, hier bräuchte ich doch bestimmt jetzt auch wieder einen Fluch, oder? Nee, bisher erstmal nicht.
Ach Quatsch, hier waren wir am Anfang schon. Das ist jetzt nur der Rückweg. Jetzt ist es halt hier komplett begehbar, oder? Oder irre ich mich? Hey William! Nee, ich irre mich. Ich dachte, dann wären wir da rüber gelaufen, aber es ist wahrscheinlich Quatsch. Ich denke mal, hier oben werden wir schon gewesen sein. Nee. Das war alles komplett unter Wasser. Ah, es ist ganz schön groß und hier sieht alles gleich aus. Ich fürchte, solange wir nach unten gehen, ist der Weg der richtige. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das müsste ich nachschauen. Kann ich dir gerne nachher schicken. Ich habe momentan nicht wirklich ein Gefühl, in welche Richtung wir jetzt müssen. Also hier kommen wir her. Ich glaube, ich gucke mir jetzt die Ecke hier erstmal an. Halt so ein aktuelles, glaube ich, von Gigabyte. Aber wie gesagt, ich kann gerne dann nochmal nachschauen. Ich glaube immer die ganze Zeit, das ist jetzt die Abkürzung, wo wir zurückkommen. Und dann sehe ich wieder irgendwas glitzern und denke mir, okay, nee, hier können wir noch nicht gewesen sein. Das ist ja eine ätzende Gegend hier. Hier waren wir. Das ist die Ebene, bei der wir waren. Das ist ein Mimik? Bist du ein Mimik? Wir pieksen trotzdem mal zu. Very large Ember. Okay, auf die Geister wollen wir momentan nicht stoßen. Das heißt, das ist die Ebene, bei der wir waren. Und alles darunter ist quasi neues, jetzt freigelegtes Gebiet. Komm mal mit dem Fahrstuhl dann jetzt ganz nach oben? Wahrscheinlich ist das die Abkürzung nach Hause, ne? Dem Fahrstuhl. Ich will da jetzt halt nicht hoch, weil da sind halt dann wieder ganz viele Geister und die zerstören uns momentan. Weil wir nicht verflucht sind. Okay, also wir kamen jetzt von da, wir haben uns das jetzt genug angeguckt, dann ist das jetzt quasi das nächste Gebiet. Dann war das richtig.
So, hier ging es nicht weiter. Ah, dann kann man es wieder so nach und nach irgendwie eingrenzen, wo es lang gehen könnte. Genau, hier war das, wo ich erst dachte, dass wir hier eventuell schon mal gewesen sind. Hey, Metalface. Waren wir aber garantiert noch nicht, weil das war hier alles noch überschwemmt. Hör doch da irgendeinen, der mir hinterherläuft. Okay, hier sind wir quasi durch. Da geht's dann wieder raus zu Valley of the Drakes. Ich habe mich gerade schon wieder ganz schlimm verlaufen. Sind wir hier lang? Da, wo ich die Geräusche der Gegner herhöre. Da lang. This is the first area after Anor Londo. No, we killed Nito and we killed the Scaleless and we killed like the first boss from the tutorial again. He just felt like he should just die one more time. So the raven brought us. Ich kämpf doch gerade gegen den anderen Schmock, du Arsch. Wow! Das andere Ding gerade kam überraschend. And I killed Nito with my third attempt. It was really, really great fight. After the first two, I did the first two attempts. I did nearly no damage to him, and in the third, I killed him. Meistens gut, wenn man viel Armor hat. Ja, hat irgendwie. Ich fand das krasseste an Nito war irgendwie dieser. Dass es so psychisch so krass ist durch die Geräusche. Du hast die ganze Zeit diese Schreie, auf die du auch achten musst, weil sie den Damage irgendwie ankündigen. Und die Skelette, die halt die ganze Zeit von allen Seiten auf dich einschlagen. Und irgendwie. Ja, ist man dann einfach schon so in. In Panik-Mode die ganze Zeit. Du missed an illusionary wall. Yeah, no problem. I can't find. You can't find the illusionary walls if you play it the first time. So I guess it's okay to just not find them. If I find them, that's good. But you don't need to give me hints on them. With the exception if they are really important, like if there is an a fire. Bonfire in there, then you can give me a hint. Beim Level 1, ja, das machen ja auch nur, weiß ich nicht, du halt. Ich gehöre nicht mit Level 1 zu dem. Puh. Nur Leute ohne Skill, wie du immer selbst von dir sagst.
Dabei finde ich das ganz schön beeindruckend. Ja, ja, ist alles Zeit. Du redest dich dann ja immer so raus. Ich bin auch wirklich mal sehr gespannt. Also wenn ich jetzt hier durch bin und dass keine Gefahr mehr besteht, dass ich mich spoilern lasse, werde ich mir, glaube ich, auch so ein paar krasse Runs mal angucken, wie Leute das mit Level 1 durchspielen oder wie Leute das, weiß ich nicht, halt Speedrun All Bosses oder sowas. Werde ich auf jeden Fall dann mal schauen. Habe ich halt vorher schon mal geguckt, aber man kann sich davon nichts merken. Das sagt ja mir auch alles nicht viel, wenn man das Spiel nicht gut kennt. Man braucht nur die Nerven. Ja, ja, ich glaube. So einfach ist es dann doch nicht. There should be a summon sign. Okay. Please just give me hints if it's important because it's a bonfire. I shouldn't miss. But ja. Ich glaube, ich muss demnächst in diesen Ring anlegen wegen dem Abyss-Gedöns. Kommt das jetzt? Problem ist, wenn ich das jetzt tausche gegen Havel's Ring, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, ich muss den jetzt anlegen. You have to put it on. The problem is, I want to change that first. That's not so important, but if I change that, it breaks. Yeah, that's a question. If I want to... I guess I want to keep that. So I need to change Havel's ring. And so I need to change my equipment. Okay, also wir haben jetzt noch 78 Kilo, die Hälfte sind dann 39. So, das heißt, wir müssen sehen, dass wir unter 39 Kilo kommen. Ja, das wird mit den Klamotten auf jeden Fall nicht passen. Was ich dann sehr gut fand, ist die Sealer-Items. So, dann klappt das nämlich. Dann nehmen wir noch Havel's Armor und 2 und 3 von den Zieler-Items. Und dann sind wir da locker drunter. Die Bosse kommen dann einfach so auf einen zu? What? Was passiert hier?
Ich habe kein Gefühl dafür, wie weit ich weg bin, weil ich keinen Boden habe. Ich hätte gern einen Boden. Okay, vom nächsten Boss wünsche ich mir, dass es einen Boden gibt. Au! 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 Weg! Pieks! You will die. Thank you! Thank you for that! Where's the last one? Where's the last one? There's the last one. Come here. Come here. Lass mich runter! Lass mich dich pieksen! Jetzt einfach zuhauen! Hau ihn doch! Ach, ging doch eigentlich! What? Ich dachte, ich wäre gegessen! Okay. Ich dachte jetzt schon. Ich denke schon, ich bin fertig. Ich gehe einfach. Dann haben wir jetzt schon 3 von 4. Und ich habe irgendwas bekommen, was ich nicht mir angeguckt habe. So, machen wir mal Licht an hier. First try, ja, thanks. It's Destiny. First try. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich fand den jetzt nicht so schwierig. Ich bin jetzt auch nicht so krass ausgewichen. Okay. We've got 3 level ups. So I guess I'll just take 1 dexterity, 1 endurance, 1 vitality. And let's warp away. Let's warp to our smith. Beim Bow level. GG! Fucking sein langweiliger DPS-Test. Ja, und ich habe einfach seit 100 Jahren dieselbe Waffe in der Hand und sie rockt einfach. So, dann nehmen wir mal wieder den Havel-String. Und dann nehmen wir mal die krassen Havel-Klamotten. Ich glaube, jetzt können wir uns auch leisten, nur Havel-Klamotten anzuhaben. Ja, 59 von 118,8, das passt. Das passt ganz genau. Klaro. I'm
just an old smith. Ja, aber du bist mein bester Freund. I'd give my left arm for a gem like that. Okay, ich nehme den linken Arm. Ja. Well, thank you mightily for that. Now, just leave the rest to me. Andre of Astora gets the job done. You shall see. Go, Andre. I want that weapon. Ich habe eine innige Liebe mit dieser Halbert und ich werde sie immer und immer weiter aufstufen. Okay, wir brauchen mehr Titanite Chunks. Was kostet denn so ein Titanite Chunk? Er hat nur Shards, keine Chunks. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Okay, now there's a question. Where do we go? I guess there was another big door in Londo I couldn't open. And where the Spider Queen was. Maybe that's a way to go? Spawn area. Dark Wraith. Yeah, I guess plus 13 is okay for now. What do we want with spawn area? Is there something where the Spider Queen was? Lava Zone. I want to do the DLC after I finish the game. Or do you have two new game plus if you finish the game? Do you need to kill more gods? Yeah, I know that. That's my whole my purpose. So I guess I don't know what's the one I'm nearest with the Spider Queen. Depths? Finalen Boss darf ich nicht killen. Okay, also auf keinen Fall dieses Spiel zu Ende spielen, sonst komme ich an den DLC erstmal nicht ran, ja? Crystal Queen? Nope. I was in Crystal Caverns and killed the Scaleless. Is that the Crystal Queen? I don't know. Where does this take me? Is this the nearest I can get to lava? Maybe it is. Okay, so we need to make the way from here. Maybe we can find the humanity with the rats? Nope.
Oh man, it's so long ago. I don't know where the fastest way was. Down here? Ah, I guess the fastest way would be from Firelink Shrine. There's that entrance from the side. That's way better. Where was that? I know there's a way where you can also go to Valley of the Drakes. But what way was it? Can't remember. Was ist from here, or can you only go down? The first time I played this, I couldn't find the way. What's the second? I couldn't find the way up there. I just missed it, and I always ended up to Valley of the Drakes, and now I can't find Valley of the Drakes. You have to go down. Ah, okay, yeah, that was it. So down to New Londo, and then there's a way on the side where you can go through a door. Ah, I remember.